In einem PowerPoint-Schaubild habe ich die Elemente, die ich dort drauf habe, mit Steuerung und den Cursor-Tasten hin und her geschoben. Und jetzt funktioniert irgendwie das rückgängig dann nicht mehr vernünftig. Hast du eine Idee, an was das liegen kann? Ja, Markus, da habe ich eine Idee. PowerPoint kann hier wirklich nur 20 Schritte maximal zurückgehen. Das ist der Standard und das müssten wir ändern. Geh mal bitte auf Datei und dann auf die Optionen. Und dort siehst du bei Erweitert ungefähr in der vierten Zeile die maximale Anzahl von Vorgängen, die rückgängig gemacht werden können, steht auf 20. Wenn du das da zum Beispiel auf 100 setzt, wirst du keine Probleme mehr haben, wenn du solche Präzisionsschritte eben rückgängig machen möchtest.